Huch, ein Simpsons-Spiel, das nicht in meiner Retro-Panner-Quäzig-Serie behandelt wird? Das heißt, das ist gar nicht so schlecht. Tatsächlich hat das Spiel einen durchaus soliden Ruf und gilt als das beste Simpsons-Spiel auf dem System. Lasst uns das also mal genauer anschauen. Was taugt Krusty's Super Fun House für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Audiogenic Limited entwickelt und von Arclime 1992 in Europa und in den USA veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr später. Neben dem Super Nintendo erschien es damals auch auf allen gängigen Nintendo- und Sega-Konsolen der Zeit. Das Spiel basiert auf dem Titel Rat Trap, welches auf dem Amiga erschienen ist. Die Story ist simpel und passt voll zum Simpsons-Universum. Krustys Haus ist von Ratten befallen und ihr müsst sie vertreiben. Ich glaube, die Folge habe ich verpasst. Das Spiel ist ein Action-Puzzle-Plattformer. Ihr steuert den bekannten Clown dabei klassischerweise aus der Seitenperspektive und erkundet die offenen Level auf der Jagd nach dem Ungeziefer. Um diese zu beseitigen, nutzt ihr eine besondere Eigenschaft der Ratten aus. Diese gehen nämlich immer nur in einer geraden Linie, bis sie auf eine Wand stoßen, kehren dann wieder um und laufen dann wieder, bis sie auf ein anderes Hindernis stoßen. Die lila Tierchen scheinen sich also so einiges von den Lemmingen abgeschaut zu haben. Eure Aufgabe ist es nun, diese Viecher geschickt umzulenken, dass sie in eine der Fallen rennen und dort, naja, unschädlich gemacht werden. Bei den Fallen kommt dann auch etwas ein gewisser Simpsons-Charme auf, da diese durch die Charaktere der Serie gesteuert werden. Glücklicherweise verlassen euch die Ratten nicht bei Berührung, jedoch gibt es auch immer wieder richtige Gegner und, wie es sich für einen Clown gehört, werden diese dann mit Cremetorten und so weiter bekämpft. Für die Rätsel müsst ihr meistens verschiedene Gegenstände suchen und entsprechend einsetzen und so seid ihr immer wieder am Knobeln, wie ihr die kleinen Tierchen auf die richtige Bahn locken könnt. Krustys Haus ist dabei anscheinend echt riesig und so führt euch euer Arm durch 5 verschiedene Level, die natürlich optisch alle etwas anders gestaltet sind und aus verschiedenen Unterleveln bestehen. Abgesehen von optischen wird euch jedoch leider keine große spielerische Abwechslung geboten. Im Prinzip spielen sich alle Abschnitte gleich. Dafür gibt es aber ein Passwortsystem, mit dem ihr immer wieder dort einsteigen könnt, wo ihr aufgehört habt. Die Tastenbelegung ist dabei teilweise nicht so gut geraten. Sachen nehmt ihr zum Beispiel mit dem Druck auf unten beim Steuerkreuz auf. Das ist unnötig fummelig und das verstehe ich nicht ganz. Es gibt auch genug ungenutzte Knöpfe auf dem Controller, die besser zu erreichen sind. Das Hauptproblem bei dem Spiel ist aber ganz einfach die Eintönigkeit des Gameplays. Hat man das erste Level gespielt, erwarten euch danach keine Überraschung mehr. Was auch noch extrem stört, ihr könnt euch in den Leveln unwissend in Sackgassen manövrieren. Eure einzigste Möglichkeit ist es dann aufzugeben und damit verliert ihr dann auch ein Leben. Gutes Leveldesign sieht echt anders aus. Die Grafik an sich ist ordentlich, ohne jedoch wirklich gut zu sein. Der Stil passt und die Simpsons-Charaktere sind gut zu erkennen, aber irgendwie fehlt auch dieser Simpsons-Charme. Man merkt irgendwie schon, dass das eigentlich ein anderes Spiel ist und angepasst wurde. Der Sound, naja, sagen wir es mal so. Ich habe es einfach irgendwann auf stumm geschaltet. Er ist irgendwie da, aber nervt auch nach einiger Zeit. Was taugt Krusty's Super Fun House für Super Nintendo heute noch? Es ist durchaus solide für eine kurze Runde zwischendurch. Es ist jetzt kein totaler Ausfall wie andere Simpsons-Spiele der Zeit, aber irgendwie fehlt auf Dauer die Abwechslung. Puzzle-Fans können hier mal einen Blick riskieren, wenn man das Modul günstig bekommen kann. Das war der Test zu Krusty's Super Fun House für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.